fahren aus der Waschstraße raus. Und hinter ihnen passiert das. Eine 84-jährige Frau verwechselt das Gas mit dem Bremspedal und brettert mit enormer Wucht die Waschanlage um. Den Fuß immer noch auf dem Gaspedal schießt die Rentnerin bis auf die Straße und rammt dabei zwei weitere Autos. Wir sind gekommen und da standen die Autos, beide verkehrsbehindert, auf der Straße, quer zur Fahrbahn. Die alte Dame und die anderen Autofahrer kamen nicht zu Schaden, die Waschanlage schon. 90.000 Euro so die Schadenssumme. Das Bild, das sich den Einsatzkräften bot, hat selbst die in Erstaunen versetzt. Ich habe schon viel erlebt, aber das noch nicht. Dieses ist natürlich sehr außergewöhnlich, diese Lage hatten wir natürlich noch nicht und haben wir auch noch nicht gehört. Und dann die größte Herausforderung. Wie bekommt man eine verkeilte Waschanlage flachgelegt? Zufällig fuhr ein Kran vorbei, der Fahrer half sofort. Wir haben mit unserem Rüstwagen auf der einen Seite mit der Seilwinde dann die Waschanlage gezogen. Auf der anderen Seite wurde sie dann zusätzlich von dem Kran gesichert, sodass wir dann zum Glück die Waschanlage verschließen konnten. Die 84-Jährige wird demnächst wohl kein Auto mehr fahren. Nach dem Unfall ist sie mit ihrem Rollator zumindest zu Fuß nach Hause gegangen.